Wie man hier sieht, ist das die Außenwachanlage des Game Masters. Und damit sind wir beim Thema. Wir befinden uns hier gerade am Set von dem Film Imagon. Ja? Imagon, ja, ist es was Hebräisches, was Ägyptisches? Ist es vielleicht was Illuminatisches? Nein, es ist nichts davon. Es ist einfach der Name des Films. Ja? Wie man hier an diesen wunderschönen Edelplaketten erkennen kann, ist hier der Eingang zur Filmproduktion Imagon. An der Stelle vielleicht Imagon No Gain. Was? Wer bist du? Du? Hast du? Kein Spiel. Also denk dir, kein Spiel. Sehr gut. Also die Spieler steigen erst einmal in das Spiel ein, weil sie glauben, ein Spiel nach klaren Regeln spielen zu dürfen, wo niemand ernsthaft zu Schaden kommt. Aber dann stellen sie fest, dass irgendetwas nicht stimmt in dem Spiel. Und sie kommen dann von dem einen Level 12 ins Level 13 und haben dann die Chance zu entscheiden, auszusteigen. Aber sie sind einfach so in diesem Spiel, in dieser ganzen Spielatmosphäre gefangen, dass sie sich nicht einfach, sie können nicht mehr aussteigen, beziehungsweise sie sind einfach dieser Sucht so unterworfen, dass sie weiterspielen müssen. Und da treten natürlich dann diese schockierenden Erlebnisse ein, dass sie selber, wenn sie in dem Spiel sterben, zum Bestandteil des Spiels werden. Also sie werden selber zu Gegnern, zu Kreaturen, gegen die dann ihre eigenen Gruppenmitglieder kämpfen müssen. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grün. Herzlich willkommen zurück hier in dem Spiel Imagon. Ja, Sie fragen sich, was ist das? Das Spiel Imagon? Ich sage es Ihnen. Ein Spiel um Leben und Tod. Es gibt hier vieles zu sehen. Es gibt viele Sachen, die irreal wirken, die seltsam sind für jeden von uns. Aber eins ist klar, das, was Sie hier sehen, das ist kein Spiel. Das ist die Realität. Denn das Team, welches das Spiel Imagon kreiert hat, scheinen normale Menschen zu sein. Menschen mit normalem geistigem Verstand. Aber glauben Sie mir, nichts ist, wie es scheint. Weder in dem Spiel, noch bei den Producern. Wir kommen jetzt in den Bereich der Kantine. Schon hier beweisen sich die ersten vollkommen abstrusen Gegebenheiten unserer Mitglieder am Set. Ja, vollkommen unscheinbar stehen sie da und betrachten einen Fotoapparat. Die Bilder der Ausstattung. Zum einen Andi, den Chef der Ausstattung. Bier gibt's zwar erst nach Drehschluss. Richtig. Und das hier ist Dieter, unser Tonchef. Hört sich schon gruselig an, nicht wahr? Tonchef. Ist auch wirklich gruselig. Hier einer unserer Hauptspieler, wenn er sich kurz vorstellen würde. Du musst in die Kamera jetzt hineinsprechen. Ich weiß schon nicht mehr, wie ich heiße. Ich kriege hier tausend andere Namen irgendwie. Identitätskrise. Schlafentzug. Schlimmer als die chinesische Wasserfolter. Ja, genau. Super gemacht, der Haufen. Super. Sie sehen, die Leute sind am Ende. Vollkommen am Ende mit ihren geistigen Ressourcen. Alle am Rande. Das war Frank, unser Kameramann. Aufenthaltsraum. Der meistbesuchte Platz hier am Set
Millionen von Menschen treffen sich tagtäglich im Aufenthaltsraum und genießen ihr unglaubliches Essen. Hier haben wir zwei der Milliarden von Menschen. Zum einen Ralf, unser Regisseur. Er sagt immer, verpiss dich zu mir. Trage dich mit dem Gedanken, von dannen zu ziehen. Jetzt musst du mich machen. Zum anderen Ralf. Du bist wieder dran? Nee, ich bin nicht wieder dran. Und hier haben wir noch einen Tontechniker. Girl, dum 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 dum. You'll be a woman soon. Cut. Sie sehen, eine pure Psychose. Jeder einzelne dieser Menschen ist Opfer des Spiels geworden. Jeder einzelne dieser Menschen ist krank geworden. Zerstört. Wahnsinnig. So wie ich. Und so wie derjenige, der gerade filmt. Aber gehen wir weiter. Vorstellen. Hallo, ich bin die Silvia. Was machst du? Maske. Du bist Maske, sag doch mal hier. Ich bin Maske. Maske, sag doch mal hier. Richtig. Sehr gut. Ja, wieder ein vollkommen zerstörtes Mädchen, psychisch sowie körperlich vollkommen am Ende. Ja, frisch wie eh und je. Das war Max und Frank. Das ist wieder Frank, nach wie vor der Kameramann. Und Max ist der Assistent des Kameramanns. Wir haben ihn eben kurz durchs Bild gehen sehen. Und hier haben wir das größte Opfer der Psychose des Spiels. Stell dich doch mal kurz vor. Moment. So. Sag mal der Kamera, wie du bist, bitte. Hallo, ich bin die Maske. Ja, mit Namen und Eindruck mit dran, bitte. Mein Name ist Hase. Ich weiß noch nichts. Ja, Alter, wird so krank so hier. So, jetzt gehen wir ins Catering. Dort ist die alltägliche Ernährung dieser gestörten, fanatischen, seltsamen Gruppe, die sich hier in diesem Set befindet. Und wir haben ein Opfer hier, welches sich ganz klar von den anderen abhebt. Das ist einer der Mörder. Einer der Zombies. Stell ich mal kurz der Kamera vor. Wo willst du hin? Ich lass dich durch. Hallo, ich bin ein Zombie. Ich habe heute schon genug gesagt. Ja, sehr wortkarg, der junge Mann. Ein klares Zeichen, die tagtäglich hier festzustellen ist. Es gibt so viel, was die Menschen kaputt gemacht hat. Und Sie werden nach dem Film die Nächsten sein. Aber ich melde mich wieder. Kommt, Kinder, kommt! Making off in progress. Genau, das ist die Szene, wo Mike, Steve, Bless und Nina gegeneinander kämpfen. Und da wollen wir es halt so machen. Der Boden ist unstabil. Und viel sehr unstabil. Bewegung drin haben, für schnelle Bewegung, dass halt einfach nicht der Raum so bedrängt aussieht, sondern halt im Schnitt dann irgendwann sich so ein Labyrinth, so ein großer Irrgarten von Rohren ergibt. Ja, also dass der Zuschauer irgendwann gar nicht mehr weiß, welche Richtung eigentlich jetzt gerade angepasst. Das findet hier statt. Also, das finde ich auch ein sehr schönes Motiv eigentlich. Ja. Ist leider etwas eng, also können wir, glaube ich, auch wirklich noch mit vier Leuten arbeiten. Ja, Achtung! Cool hier! Genau. Oder, wir filmen den Film erstmal so und dann gucken wir, was gut ist. Genau. Und wenn ihr euch noch einmal von Michael fotografieren lasst, dass wir halt euer Kostüm. Es ist immer Chaos. So eine Oberschulter bei dem. Aber gerne doch. Das ist Staub auf der Linse. Hallo! Das
ist die Berliner Ecke, wa? Das dufte hier. So, alle bitte aus dem Licht raus. Der Mann hat mal ganz schlimm Arm gebrochen gehabt. Jetzt muss er das Gerüst tragen. Gib noch mehr Gas. Mama, kannst du mal aufhören zu saugen? Wir drehen hier! Arschgeige. Wer war denn das, Mann? Selbstständig. Ich? Wie soll ich da jetzt hinkommen? Ich kann gerade meine Klappe nicht ein. Wenn ihr bereit seid, wir sind bereit. Stärker nach links, weiter nach links, Kai, nach links, Kai. Perfekt. Sei mal kurz ruhig, bitte. Ich muss mich schon auf das Hitze. Du Scheiße. Können wir mal ein bisschen mehr Ruhe haben? Oh Mann, ey! Hast du ein Lächeln fürs Making-of? Aber ich bin schneller, kleiner und wendiger. Gut. Jetzt versuch doch mal mit der Nahen zu kontern. Hoppla, Gong. Hier ist der Post und hol Geld in der Zeit. Okay. Komm mit, ich zeig dir einen Platz, in dem ich durch Wände gehen kann. Sollen wir hier noch vielleicht ein bisschen? Ja. Alles klar. Alles. Dankeschön.